Der Wunsch, der in diesem Video erfüllt werden soll, ist relativ simpel. Ich soll auf einer kleinen Map mit irgendeiner Schrotflinte spielen. Wird gemacht. Ich habe mich für die KSG entschieden. Wir spielen auf Plaza. Heißt die Map so? Ich hab's vergessen. Ich habe auch gerade nicht aufgepasst. Ich glaube, sie ist Plaza. Moment. Ja. Und ich habe jetzt einfach mal Abschuss bestätigt genommen. Habe mir noch eine Fernkampfwaffe dazu genommen. Das ist die FAL. Und als Abschussserienbelohnung habe ich den Hunterkiller, den Wächter und hoppa. Und den Blitzschlag. Die Perks habe ich vergessen, die ich benutzt habe. Und die Aufsätze, die auf der KSG sind, sind... ja, was sind die Aufsätze? Ich habe keine Ahnung. Sagt ihr es mir. Ach ja, genau, hier dieser geile Rotpunkt-Dingens. Dann langer Lauf und ich glaube schneller nachladen. Schnelle Magazine oder wie es heißt. Ich bin gerade so verpeilt, das ist ja unfassbar. Aber ich darf auch mal verpeilt sein. Ups, und da bin ich tot. Was ist noch wissenswert? Ja, die Bots. Wie im letzten Video schon auf Veteran. Leck mich. Haha. Abschuss bestätigt. Ja, was ist mir eben... Irgendwas ist mir noch eingefallen, was ich noch sagen wollte. Genau. Und zwar hat sich jemand von mir gewünscht, dass ich gegen die Bots Suchen und Zerstören spiele. Das ist leider unmöglich, weil, das habe ich gesehen, Bots werden bei Suchen und Zerstören nicht unterstützt. Was wahrscheinlich einfach daher kommt, dass die keinen Bock hatten, die KI so schlau zu machen, wie es für ein Suchen und Zerstören Spiel nötig wäre. Sprich, sie waren zu faul oder hatten keine Möglichkeiten, das irgendwie zu machen. Was ich jetzt aber tun kann, ist einfach online im Multiplayer gegen irgendwen Suchen und Zerstören zocken. Das wird auch auf jeden Fall noch gemacht, das mache ich aber am Wochenende. Dann hieß es noch, ich soll mal nur mit Messern spielen. Ey, ich bin so scheiße gerade. Ja, da muss ich halt gucken, weil ich habe jetzt verschiedene Möglichkeiten durchprobiert, wie ich das einstellen kann. Die Sache ist nur die, das funktioniert alles nicht so richtig. Selbst wenn ich wirklich alle Waffen komplett ausschalte, verbiete und sonst irgendwas, außer Messern, rennt immer noch mindestens ein Typ aus meinem Team und ein Typ aus dem Gegnerteam mit irgendwelchen blöden Maschinengewehren rum. Und es nützt dann einfach nichts, weil ich dann jedes Mal beim Haufen geschossen werde, bis ich den erreicht habe. Ich werde es aber noch ein paar Mal probieren, noch ein paar Sachen ausprobieren, die ich jetzt noch nicht gemacht habe, falls mir noch was einfällt. Und dann, wenn es klappt, das fertige Video aufnehmen. Da oben ist einer. Das darf doch nicht wahr sein, ey. 9 zu 4, das will ich jetzt nicht so stehen lassen, deswegen höre ich erstmal auf, wie ein Vollidiot mit der Schrotflinte draußen übers Feld zu rennen. Nice. Ja, das war ja voll erfolgreich. Das schon eher. Boah, da kommt einer. Ey, das ist doch unfassbar, wie schnell du da weg bist. Ich habe immer das Gefühl, dass ich echt lang auf die Gegner ballern muss. Schon wieder. Sorry Leute, ich bin gerade voll in Hochform. Moment, kurz durchatmen. So. Und jetzt funktioniert das gefälligst. Ach ja, perfekt. Abschuss bestätigt.
schauen, ob ich es jetzt einigermaßen hinkriege. Ich sollte vielleicht aufhören, wirklich die ganze Zeit zu labern. Das lenkt mich wahrscheinlich einfach so sehr ab. Scharfschütze ausgeschaltet. Abschuss bestätigt. Da ist keiner. Abschuss bestätigt. So. Abschuss verwehrt. Jetzt gehe ich mal kurz hier hoch für ein bisschen Übersicht. Da ist keiner. Da oben war einer. Da ist auch keiner. Ey, sofort in den Kopf. Ich habe aber auch mega daneben gelanzt, das muss ich zugeben. Ganz ehrlich, wenn ich es jetzt nicht hinkriege, und dann nehmt ihr mich bitte, bitte beim Wort, wenn ich es jetzt nicht hinkriege, noch eine Abschussserie zu kriegen, werde ich als nächstes ein Video hochladen, wo ich mit einem von Marys Röcken bekleidet Hula tanze. Das darf doch nicht wahr sein. Ich brauche jetzt echt mal ein bisschen Motivation hier. Boah, Glück gehabt. Kein Hula-Tanz für mich. Ich überlege gerade, ob ich den Wetteinsatz noch ein bisschen erhöhen soll, aber ich vertraue mir gerade nicht so. Und wenn du, lieber Zuschauer, ja genau du, bisher noch keine Videos von mir gesehen hast und das erste Video ist, das du von meinen tollen Black Ops Videos siehst, schau dir bitte auch die anderen an, ich spiele normalerweise nicht ganz so scheiße. Sondern nur ein bisschen scheiße. Alter. Also erstmal der Hunter-Killer. Jetzt gucke ich, ob ich mit dem Blitzschlag irgendwas reißen kann. Wahrscheinlich nicht. Und den Wächter hebe ich mir für irgendeine total bescheuerte Stelle auf. Wo man den Leuten richtig auf den Sack geht. Und zwar... hier. Da habe ich so lange gebraucht, um von dem Rennen runterzukommen irgendwie. Also ich bitte nochmals um Entschuldigung, ich bin gerade überhaupt nicht konzentriert. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin ja schon froh, dass ich nicht Hula tanzen muss. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Ich habe keine Ahnung. Ich will jetzt nicht auf mein Zeitanzeige-Ding gucken. Oh nein, ich meine nicht Uhr. Oh. Sondern dieses Ding von meinem Aufnahmegerät. Das hat auch so eine blöde Zeitanzeige. Da werde ich jetzt aber nicht drauf gucken, weil ich sonst bestimmt gleich wieder über den Haufen geschossen werde. Arschloch, das war meine. Yay. Nice. Doppel nice. Jetzt bitte nicht sterben. So, jetzt hauen wir erstmal den Hunter-Killer wieder raus. Wunderbar. Den Wächter pflanze ich mal hier hin. Legen wir uns kurz hin. Machen noch einen witzigen Blitzschlag. Ich weiß nicht mal, ob da ein Dach ist, wo ich jetzt gerade das Ding runterkommen lasse. Da war kein Dach. Da ist auch kein Dach. So, und schon bin ich wieder tot. Perfekt. 32:12. Wow. Voll beschissen. Das war jetzt wirklich Glück. Wenn der besser geschossen hätte, hätte ich keine Chance gehabt, ganz ehrlich. Aber es ist nice, dass sie so eine geile Reichweite hat, die Waffe. Man muss halt auch treffen, weil die
relativ lange braucht, bis man sie wieder... Wie heißt denn das? Schussfrequenz. Aber bei Black Ops heißt es anders. Ich weiß es echt nicht mehr. Feuergeschwindigkeit? Ich weiß echt nicht, wie oft ich mir diese Statistiken schon angeguckt habe und ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Aber ihr wisst, was ich meine. Wow, also für die Leistung, die ich hier gerade erbracht habe, habe ich eigentlich echt keinen Sieg verdient. Aber gut, der Black Ops Gott ist mir mal wieder hold. Gucken wir uns noch in Ruhe den letzten Kill an. Wie immer bedanke ich mich an dieser Stelle für euren Aufruf, für eure Aufmerksamkeit. Alter Vater, ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch die Zeit... Okay, passt auf, ich werde mich jetzt gleich erhängen. Danke fürs Zuschauen, das wollte ich sagen. Mein Gott, ich schlag jetzt echt meinen Kopf gegen die Wand, wenn ich die Aufnahme zu Ende habe. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.